uns hier versammelt, um unseren Toten die letzte Ehre zu erweisen. Es waren Männer, die das beschützt haben, was uns allen lieb und teuer ist. Wir trauern um ihren Verlust. Und wir geloben, dass ihr Tod nicht umsonst war. Sie kehren nun dahin zurück, woher sie gekommen sind, zu den Sternen. Und so mögen uns die Sterne immer an ihr Opfer und an unsere Pflicht erinnern. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Amen. Willkommen in der wunderbaren Welt des Raumkampfes. Und dann kam ich von hinten und habe ihn überrascht. Und peng, habe ich ihn platt gemacht. Tut mir leid. Hören Sie doch auf, Maniac. Naja, das würde ich ja gerne, Meister. Aber wenn ich zu lange aufhöre, dann könnte mich einer von euch auf der Abschussliste überholen. Das wird euch gefallen, hä? Huh? Haben Sie doch etwas mehr Respekt vor dem Tod, Sir. habt ihr das gehört? Er hat es gewagt, sein Maul aufzureißen. Wenn du denkst, dass ich damit aufhöre, nur weil so ein paar unfähige Jungspunde ins Gras gebissen haben, dann... Du. Darf ich reinkommen? Ich habe von Ihrer Auseinandersetzung gehört. Sehen Sie, ich kenne Maniac schon sehr lange. Er ist sehr gut. Und er versteht es, seine Gefühle hinter heißer Luft zu verstecken. Aber er hat das Herz am richtigen Fleck. Sie sollten das nicht so ernst nehmen. Sind Sie hier, um mich zu verhaften, Sir? Was? Nein, nein. Nein. Ich habe mich mit der CAG unterhalten. Ich denke, sie lässt den Vorfall auf sich beruhen, da sie ihn auf den derzeitigen Stress zurückführt. Aber ich würde es nicht nochmal tun. Überschütten Sie mich nicht mit Dank. Tut mir leid, Sir. Ich dachte, dass alles anders wäre. Was? Das hier, einfach alles. Als ich noch auf dem Flugplan stand, mit den anderen geflogen bin und genau wie Sie Risiken eingegangen bin, da hat es mir auch nicht viel ausgemacht. Aber dann wurde mir klar, dass wir jeden Tag mit dem Tod fliegen. So ist es. Wir kämpfen. Wir mühen uns ab. Wir verlieren Freunde. Das wurde mir klar, als ich jemanden verlor, der mir sehr nahe stand. Wann war das? Also ungefähr vor 4000 Jahren. Was Sie da draußen tun, ist wichtig, Casey. Es ist so verdammt wichtig. Es ist wichtig für die Männer, für das Schiff und unsere Heimat. Lassen Sie nie zu, dass Ihnen bei Ihrer Arbeit einer in die Quere kommt. Das hört sich fast so an, als... Wären Sie neidisch? Vielleicht bin ich das auch. Vielleicht bin ich das. Hallo Leute, ich komme jetzt erst dazu, mal zu reden und euch bei einer neuen Folge von Wing Commander Prophecy willkommen zu heißen. Knapp fast 4,5 Minuten sind rum. Ich finde das mit Maniac, das hatte er verdient. Natürlich war das jetzt so rein von dem Disziplinarischen her nicht okay. Aber ich glaube, den Maniac, dem werden wir schon noch zeigen, dass er auf der Rangliste hinter uns gehört. Weil er ist nur noch 16 Abschüsse weg von uns. Hawk noch einen, Twilight noch drei. Ja, also der hat wirklich nichts von seinem Charakter geändert, im Gegensatz zu den zwei vorherigen Wing Commander Spielen.
Hier können wir mit niemandem reden. Würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Einsatz und zur Besprechung. Also gut, bitte nehmen Sie jetzt Platz. Wir haben noch sehr viel zu tun. Hier sind Ihre Einsatzziele. Die Relaisstation in diesem System ist unsere einzige Hoffnung. Ihr Flügel Alpha-Wild Marines zu der Station am Rande des Ra's-Asteroidenfeldes begleiten. Eine Kampfgruppe Marines unter der Leitung Colonel Deckers wird die Station sichern. Einige der Jäger der Midway haben damit begonnen, kurze Ablenkungsangriffe zu fliegen. Mithilfe dieser Angriffe und der Midwayers Köder sollten die feindlichen Kräfte die Station in Ruhe lassen. Okay. Wir müssen also den Decker begleiten. Lieutenant Casey, dies ist ein entscheidender Einsatz für uns. Nach langem Überlegen habe ich mich entschieden, dass Ihr Flügelmann... Commander Blair sein wird. Wow! Ich werde Caseys Flügelmann sein. Ich bin nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist. Sie brauchen einen erfahrenen Piloten da draußen. Diese Jungs sind gut. Aber ich bin der Beste, den sie haben. Mr. Casey, Sie werden die Einsatzdaten mit Ihrem neuen Flügelmann durchgehen. Oho. Die anderen können wegtreten. Viel Glück. Für Sie alle. Wir fliegen mit einer Legende. Gratuliere, Sir. Gratulieren Sie mir nicht, Lieutenant. Ich bin immerhin seit Jahren nicht mehr geflogen. Machen Sie keine Scherze, Commander. Übrigens kommt es nicht oft vor, dass man mit einer Legende fliegen kann. Hm. Wissen Sie, Casey, das Problem, eine Legende zu sein, ist, dass alle immer erwarten, dass man gewinnt. Oh, Sie müssen dieses Mal nicht gewinnen, Sir. Sie müssen nur versuchen, mitzumischen. Der ist noch jung, hä? Huh? Der ist noch jung. Jawohl. Achten Sie bitte ein wenig auf Casey, Blair. Er ist noch etwas feucht hinter den Ohren. Hehehehe. Verstanden, Midway. Ich sorge dafür, dass er nicht aus der Übung kommt. Maverick, das ist der Codename von unserem Blair. Jawohl. Gut, dann fliegen wir mal los zur Relaisstation. Ah, das dürfte der Decker sein mit seinen Marines. Flügel Alpha, wir haben ein Notsignal vom S-Wex erhalten. Die Verbindung wurde leider durch den Feind unterbrochen. Achten Sie auf feindliche Schiffe, die sich vielleicht in Ihrer Nähe befinden. Verstanden. Sieht so aus, als wären wir alleine, Lieutenant. Verlassen wir das Kommunikationszentrum und sehen, ob Decker und die Marines die Midway von drinnen erreichen können. Wach auf, Feinde in der Nähe! Du verstehst deine Vorsehung nicht. Okay. Die Stimme von dem Blair hier im Cockpit klingt anders als in den Videosequenzen. Recht, mein Junge. Danke. Hey. Ja, dann gleite mal. Och, der Blair setzt dem aber auch ganz schön zu. Ja. Es gibt kein wahres Ende. Doch, das gibt es.
So. Und jetzt, Decker, bist du dran, glaube ich. Ich brauche einen Statusbericht. Okay. Was muss ich denn jetzt machen? Landungsschiff Marines. Hier Marine 1, willigen an. Merrick, okay. Oh, Decker. Marine 1 hat angedockt, wir gehen rein, haltet uns den Rücken frei. Aber klar, dafür sind wir da. Tim. Flair, wir brauchen Sie hier auf der Station, das müssen Sie selbst sehen. What? Ich lande, Casey. Du bleibst hier und hältst nach Feinden Ausschau. Alles klar, Chef. Hoffentlich kommen kein... Oh, ein Asteroidenfeld. Das mir nicht gefällt. Oh, die Musik ist sehr dramatisch. Wir wissen jetzt, warum die Midway über die Relaisstation kein Notsignal absetzen konnte. Okay. Da unten sieht's aus wie in einem Schlachthof. Oh oh. Lieutenant, das Frühwarnradar ist im Einsatz. Eines unserer Schiffe fliegt uns an. Hier ist die Redeemer. Erinnern Sie sich an uns? Nachdem die Midway Kontakt verloren hat, brauchen Sie wahrscheinlich Hilfe. Irgendeine Ahnung, was passiert ist? Die Midway flieht. Tanken Sie hier auf und fliegen Sie sofort zurück. Okay, Redeemer, muss ich jetzt auftanken? Weil ich meine, eigentlich habe ich ja noch gar nicht so viel verbraucht. Nein, nicht aufschalten. Jetzt. Die Midway flieht. Das ist aber keine schöne Aussicht. Die Station könnte in einer Stunde wieder einsatzfähig sein. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Feindliche Jäger am Anflug. Moray. Halt durch, Casey. Ich werde in 3 Minuten starten. Du musst sie so lange hinhalten. In 3 Minuten? Casey, spielen Sie Katz und Maus mit Ihnen, bis Blair da ist. Decker. Sind irgendwelche Männer von Ihnen auf dem Landungsdeck? Nein, Sir. Alle Männer sind anwesend. Da unten ist noch irgendetwas anderes. Ich weiß nur nicht, was es ist. Oh oh. Moment. Ein Schiff ist vom Hauptgeschwader der Station gestartet. Ein außerirdisches Schiff. Aber wir empfangen ganz klar menschliche Lebenszeichen. Was? Sie haben Blair. Was? Casey, es sind noch mehr Feinde im Anflug. Sie haben uns eingeschlossen. Kehren Sie zur Station zurück, und zwar sofort. Es gibt kein wahres Ende. Sie kommen. Es gibt nichts mehr, für das es sich zu klein ist. Hier ist die Redeemer. Beeilen Sie sich, wir kriegen Besuch. Casey, wir holen Blair später raus. Momentan kommen mehr Feinde auf uns zu. Beschäftigen Sie sie. Ja, super. Das behauptet ihr immer und es stimmt nie. Na, sagen wir mal selten. Ich habe versagt. Wow, sind das viele geworden. Was? Gegen die habe ich noch kein wirkliches Mittel gefunden, gell? Das ist, das ist schwierig. Weil die so flink sind. Hm.
Gegen die habe ich noch kein Mittel gefunden. Was mache ich jetzt, Leute? Ja, sag mal. Ich wollte dich jetzt in Ruhe lassen. Aber wenn du es nicht anders willst, bitte. So hatte ich mir das vorgestellt, Leute. Na, der ist schneller als ich mit seinem Nachbrenner. Na gut, dann komm auf mich zu. So dämlich bist, dann lasse ich dich eben auf mich zukommen. Na komm. Jetzt fliegt er wieder weg von mir. Ah, jetzt. Nö. Keine Ahnung, was der da für Pirouetten macht. Verdammt, der macht kaum Schaden, wenn der Schilde anhat und die Panzerung bei dem noch einigermaßen fit ist hinten, dann macht es kaum Schaden, so eine Rakete. Oh Mann, ey. Das kann ja noch ewig dauern. Der hat auch wenigstens gesagt. Ah. So. Nachbrenner deaktiviert, was? Oh komm, so schnell kann ich ja gar nicht reagieren. So. Oh komm. Das war jetzt viel zu schnell. Ja, Leute, ich bin tot. Machen wir mal weiter und schauen mal, was passiert, wenn wir tot sind. Das haben wir, glaube ich, noch nicht angeguckt. Lieutenant Casey erreichen.
Ja, so sieht's aus, Leute. Ich würde sagen, ich starte einen neuen Versuch im nächsten Part. Und zwar mache ich an der Stelle weiter, wo ich gerade gestorben bin. Oder so ansatzweise halt an der Stelle. Alles klar, bis dann. Ciao.